Mit Pater Klaus Kniffki besuchen wir die Familie Titko. 9 Kinder wohnen hier, wachsen auf ohne Vater, weil der mit Wodka seiner Verantwortung entflieht. Mutter Lydia ist froh, dass der Pater gelegentlich vorbeischaut. Erst vor kurzem hat er die Familie davor bewahrt, dass ihr der Strom abgestellt wird. Sie konnten die Rechnung nicht bezahlen. Aber wie auch, erzählt uns Lydia, wo die Gebühren für Heizung, Wasser und Elektrizität höher sind als ihr regelmäßiges Einkommen. Es ist grotesk. Für die Familie ist es ein Glück, dass Tochter Marina behindert ist und sie so wenigstens eine regelmäßige Zuwendung vom Staat bekommen. Schlimmer als die stete Geldnot ist freilich die Krankheit, von der die ganze Familie betroffen ist: Tuberkulose. Seit der Mann der 26-jährigen Aurika vor einem Jahr verstarb und sie mit 3 Kindern zurückgelassen hat, ist allen klar, in welcher Gefahr sie schweben. Mutter Lydia, die selbst daran erkrankt ist, darf nicht sterben. Zu klein sind ihre Kinder. Und so hat sie schließlich eingesehen, dass sie ins Krankenhaus muss, auch wenn allein die Fahrt dorthin am knappen Geld zehrt. Seit 3 Monaten wird sie nun klinisch behandelt. Am Wochenende darf sie heim. Ihre größte Sorge sind nicht ihre Beschwerden, sondern das Überleben der Familie. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, also von morgens und abends ist gar keine Rede mit Essen. Hauptsache, dass sie einmal am Tag essen können. Der Pater gibt der Familie Hoffnung. Doch viel zu viele gibt es in der Stadt, denen es wie Lydia und ihrer Familie ergeht. Und so war für den Priester schon 1996, als er hierher kam, klar: Diesen Menschen muss geholfen werden. Jeden Tag macht sich Marina mit ihrer kleinen Schwester auf den Weg zum Gemeindezentrum von Pater Kniffki. Denn eines stand für den Pater schnell fest: Eine Kirche, die nicht bei der konkreten Not der Menschen ansetzt, hat hier keine Chance. Wir sahen, wie die Kinder auf den Bäumen herumkletterten, aber um zu essen, das grüne Obst abzuernten. Offenbar war da zu Hause nichts zu finden an Essen. Und das war also für uns ein Anreiz, zu uns zu sagen, was ist da los? Wir haben die Kinder schon in der Kirche, aber die hungern in irgendeiner Form. Und haben dann dies richtig eingerichtet und dann begannen wir mit 29 Kindern, das dann ganz schnell auf 70, 90 bis auf 160 Kinder anstieg, die Zahl derer, die da kamen. Die suchten wir nicht, die kamen von selbst, weil sie es offenbar nötig hatten. Das Vaterunser als tägliches Tischgebet können hier alle. Der kleine Speisesaal war die Urzelle der katholischen Gemeinde von Stauchen. Als der Bischof von Chisinau das Haus Mitte der 90er Jahre kaufte und Pater Kniffki beauftragte, hier eine Gemeinde aufzubauen, wurde dieser Raum als Kapelle genutzt. Bis zum Bau einer größeren Kirche wurden hier Gottesdienste gefeiert. Dann zog die Suppenküche hier ein, nachdem sie einige Jahre provisorisch im Pfarrhaus untergebracht war. Und zugleich versuchen wir mit diesen Kindern auch so irgendwie so eine Gemeinschaft zu bilden, sie kennenzulernen, deren Nöte zu finden. Marina,